Aber so viel sei schon mal gesagt, es kommen einige wunderschöne Titel heute. Hallo, liebe Bücherwürmer! Ich habe für euch heute meinen Book-Haul aus dem Monat Juli. Es sind wieder über 21 Titel bei mir eingezogen. Wie immer werde ich euch alle Bücher auch nochmal unten in die Infobox stellen. Wenn ihr direkt shoppen gehen wollt, dann könnt ihr das im Thalia-Shop tun. Ich bin ja ein Thalia-Affiliate und das bedeutet, wenn ihr die Links unten anklickt bei mir in der Infobox und darüber eure Bücher bei Thalia kauft, bekomme ich eine kleine Provision. Ihr zahlt keinen Cent drauf. Das ist eine super Sache, um mich zu unterstützen. Andernfalls könnt ihr natürlich auch gerne die Glocke betätigen oder meinen Kanal abonnieren oder diesem Video ein Däumchen hochgeben. Das reicht jetzt mit dem YouTuber-Gefasel. Legen wir los mit den Büchern. Wie immer gab es ja auch wieder Neuzugänge aus dem Carlsen Verlag. Das Video zu den Carlsen Neuerscheinungen werde ich euch auf dem i nochmal einblenden und in die Infobox packen. Denn wie immer gibt es die Carlsen-Titel hier nur im Schnelldurchlauf. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann müsst ihr im anderen Video vorbeischauen, weil sonst sitzen wir ewig hier. Bei Carlsen erschienen ist Wir sehen uns im Westen, 14 von Tamara Bach, Johanna Dunninger Secret Elements im Auge des Orkans, das ist der dritte Band, Oblivion Lichtflüstern von Jennifer L. Armentrout, das Conny-Buch Meine Freundin, der Rockstar und ich von Dagmar Hossfeld, von Jen Bennett Unter dem Zelt der Sterne, Chris Rylanders Die Legende von Greg, der krass katastrophale Anfang der ganzen Sache und der Comic McKay. Wie gesagt, all diese Bücher findet ihr nochmal ganz explizit vorgestellt in den Carlsen Neuzugängen. Puh, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Starten wir doch mit den Kinderbüchern. Vielleicht haben es ja einige von euch mitbekommen, bei HarperCollins gibt es jetzt den Verlag Dragonfly und da ist nämlich auch schon was bei mir eingezogen, nämlich Arthur von Jenny McLachlan und der Untertitel lautet Und der schreckliche Scheuch. Und ich finde, es sieht schon so genial aus, nach einem richtigen Abenteuer. Als Kinder haben sich Arthur und seine Schwester ein Fantasieland ausgedacht. Und Arthur glaubt, dass auf dem Dachboden von seinem Opa ein alter Zauberer haust. Seine Schwester hält das alles für Quatsch. Aber auch seine Schwester muss bald feststellen, dass Arthur recht hatte. Der Opa wird nämlich von einem echt fürchterlichen Vogelscheuchenmann verschleppt. Sie haben nicht viel Zeit, um ihn wiederzufinden. Und auf diesem Weg passieren einige krasse Abenteuer. Und was ich auch total süß finde, sie lernen ein Schaukelpferd kennen, das Prosecco heißt. Und dann auch noch ein Drachen mit dem Namen Kokelores. Das klingt auf jeden Fall schon, als wäre es auch so ein bisschen witzig. Und das erhoffe ich mir natürlich von diesem Titel. Jetzt gehen wir aber direkt schon zu den Jugendbüchern. Ich habe vom Löwe Verlag einen neuen Spitzentitel zugeschickt bekommen, der wunderschön ist. Aber so viel sei schon mal gesagt, es kommen einige wunderschöne Titel heute. Das ist Faye Herz aus Licht und Lava von Katharina Herzog. Dieser Roman führt uns nach Island. Faye ist neu in Island und sie merkt, dass alles da sehr magisch zugeht. Eines Tages wird sie von Glühwürmchen zu einem Baum geführt. Und dieser soll wohl der Eingang zur Elfenwelt sein. Das Problem ist aber, dass Faye diesen Baum retten muss. Der ist nämlich kurz vorm Sterben. Auf dieser Reise ist Faye natürlich nicht alleine. An ihrer Seite ist auch Aaron. Ich denke mal, da bahnt sich eine kleine Love Story an. Jedenfalls ist das Buch wahnsinnig magisch und ich finde das Setting einfach so toll. Ich habe euch ja nicht zu viel versprochen. Ich sagte ja, schöne Cover sind in diesem Video mal wieder sehr präsent. Und dafür ziehe ich sogar extra meine Krone auf. Das Buch heißt One True Queen, von Stern gekrönt und ist von Jennifer Benkow geschrieben. Das Buch erscheint noch bei Ravensburger. Maylin kommt eigentlich aus Irland, aber eines Tages wacht sie in einer völlig neuen Welt auf, nämlich in einem Königreich. Ja, und da sind alle hinter ihr her, bis auf ein sehr mysteriöser Unbekannter, der ihr sogar das Leben rettet. Obwohl der sie beschützt, ist er trotzdem ein bisschen unheimlich und scheint sehr krass drauf zu sein. Sie kann nicht so wirklich herausfinden, wer er eigentlich ist und er will ihr das natürlich auch nicht sagen. Maylin findet dann allerdings heraus, dass sie in diesem Königreich die neue Königin werden soll und das ist sozusagen ein Todesurteil. Warum genau, weiß ich auch noch nicht. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf dieses Buch. Dann wollte ich euch gerade dieses Buch hier vorstellen, bis mir aufgefallen ist, das habe ich euch schon gezeigt. Also falls ihr mehr hierüber erfahren wollt, dann schaut in meinem Book-Haul aus dem Juni vorbei. Manchmal bin ich einfach nur dämlich. Dafür habe ich aber ein anderes Buch von DTV, was ich euch zeigen möchte. Von Giovanna und Tom Fletcher, nämlich Eve of Man, die letzte Frau.
Und darauf freue ich mich schon ewig. Und ich bin so happy, dass DTV das übersetzt hat und auf Deutsch rausbringt. Nach 50 Jahren ist Eve die erste Frau, die geboren wurde. Ja, und klar, dass sie von allem erstmal isoliert wird und man versucht, sie von allem abzuschirmen. Ja, als Eve dann 16 Jahre alt wird, werden ihr 3 Kandidaten vorgestellt und sie soll einen von ihnen auswählen, damit die Menschheit halt weitergeht. Sie kann also die ganzen Menschen retten. Aber dann trifft sie auf Bran. Und für Eve verändert sich alles, weil sie will endlich über ihr eigenes Leben entscheiden. Die Frage ist hier, ob das überhaupt geht, weil sie hat natürlich das Schicksal der ganzen Menschheit in ihren Händen. Ich bin schon sehr gespannt, weil ich bisher auch nur Gutes über diese Dystopie gehört habe. Außerdem Giovanna und Tom Fletcher, das kann nur gut werden. Kommen wir zu den Comics, die ich in diesem Monat erhalten habe. Und mit dabei war von Reprodukt die Bluse von Bastien Vivant. Hier geht es um ein junges Mädchen, das studiert und der Freund, der hängt die ganze Zeit nur rum. Eigentlich findet sie das schrecklich und eine Bluse verändert von einem Tag auf den nächsten ihr komplettes Leben. Diese Bluse gibt ihr nämlich das Gefühl, etwas ganz Besonderes zu sein. Sie wird auf einmal auf der Straße wahrgenommen, die Leute gucken ihr hinterher und sie fühlt sich damit einfach stark. Wie sich dann ihr Leben verändert, das können wir dann im Comic schauen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie dieser Comic ausgeht. Und ich finde es halt auch irgendwie cool, dass so ein Kleidungsstück das komplette Leben von der Frau verändert. Der nächste Comic ist von Thunfisch und nennt sich Herz aus Stein. Gautier und Almanza haben an diesem Titel gearbeitet und der sieht schon so ein bisschen Tim Burton-mäßig aus, oder? Das kleine Mädchen erinnert mich auf jeden Fall total auch noch an Rapunzel. Das ist halt auch wieder sowas, was ich total liebe, ne? Alles ist so mega düster, aber gleichzeitig ultra niedlich. Es geht um einen Jungen, der ein Herz aus Stein hat. Und dann um dieses Mädchen, das quasi die Liebe für alle hat. Und die beiden finden dann eben zusammen. Und es geht um diese wunderschöne Geschichte der beiden. Mein Herz ist auf jeden Fall jetzt schon geschmolzen. Auf diesen Comic freue ich mich schon mega. Es geht nämlich um die Geschichte von Victor Hugo. Der hat ja unter anderem die Buchvorlage zu Les Miserables geschrieben und auch Der Glöckner von Notre Dame. Der Titel nennt sich Im Exil, ist bei Splitter erschienen. Ja, und wie soll es auch anders sein? Das ist so ein biografischer Abriss über Victor Hugos Geschichte. Vor allem geht es hier natürlich auch um sein Exil in Jersey und wie er eben dazu kam, Lemmy zu schreiben. Und ich bin so ein Lemmy-Fan. Ich möchte direkt meine französische Flagge schwingen und ausrasten und Barrikaden bauen. So French right now. Und die Titel, die jetzt noch folgen, sind alle bei Panini Comics erschienen. Starten wir doch mit den Star Wars Titeln. Frisch eingezogen bei mir sind die Star Wars Abenteuer. Schmuggler auf der Flucht heißt der. Das ist schon der 5. Band der Reihe. Diese Star Wars Abenteuer sind halt eher für Kinder, weil da relativ wenig Text drin ist und dafür eben mehr Bilder. In diesem Abenteuer geht es um Han Solo. Han und Chewie werden verfolgt und deshalb fliegen sie einen unbekannten Planeten an. Das Problem ist, dass der Falke sich bei der Landung komplett ausschaltet. Also mega der Panikmoment. Frage ist, wie kommen sie denn jemals davon weg und sie werden ja auch noch verfolgt. Was für ein Stresslevel. Auch die Archäologin Dr. Aphra hat wieder ein hohes Stresslevel in diesem Comic, der sich nennt Liebe in Zeiten des Chaos. Ja, irgendwie jeder scheint mit ihr eine Rechnung offen zu haben, vor allem aber Darth Vader, der Jagd auf sie macht. Der Titel heißt ja schon Liebe und es hat natürlich auch ein bisschen was mit der Liebe zu tun im weitesten Sinne, denn Aphra trifft auf ihre Ex-Freundin und die wiederum trifft auf ihre Nachfolgerin. Das klingt alles sehr chaotisch. Und geil finde ich auch, hinten drauf steht, schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden für Aphra, aber da kann man sich bei ihr ja nie wirklich sicher sein. Das verspricht auf jeden Fall krass und spannend zu werden. Also zumindest hoffe ich's. Jetzt ist auch endlich wieder Superheldenzeit. Mit dem 8. Magazin von den Avengers. Endlich geht diese Vampir-Story los. Also man weiß nicht so genau, warum die Vampire auf einmal einen Riesenkrieg anfangen. Blade ist jetzt Mitglied von den Avengers. Ja, ich bin mega excited, weil das klingt alles so geil. Und vielleicht hat der ja eine Ahnung, was da eigentlich losgeht. Und ich bin einfach nur super gespannt, weil ich gar nicht so wirklich von den Vampiren im Marvel-Universum wusste. Deswegen freue ich mich sehr darauf, zu wissen, wie es weitergeht. Ihr wisst ja, dass ich ein großer Fan von den Champions bin. Das sind ja sozusagen die jungen Avengers. Und die haben einen besonderen Platz in Avengers vs. Champions. Beziehungsweise Avengers und
Champion. Diese beiden Parteien haben nämlich einen riesen Krach. Sie müssen jetzt aber zusammenarbeiten. Und wie das Ganze klappt, da bin ich echt gespannt drauf. Man sieht am Cover natürlich auch schon, welche Figuren mit dabei sind. Und ich freue mich natürlich besonders auf mein Baby Kamala Khan. Die Champions sind auch wieder in diesem Band zurück. Das ist nämlich der Neustart der Reihe. Und das ist der zweite Band. Der nennt sich Mit Schwert und Magie. Und alle sehen irgendwie voll episch aus auf diesem Cover. Die Champions sind auf der Suche nach Wasp und Nova, die beide verschwunden sind. Und da kommen sie in eine andere Realität. Diese neue Realität gibt ihnen komplett andere Identitäten und sie können sich auch nicht so wirklich an ihr früheres Ich erinnern. Nur bei Ironheart hat sich nichts verändert. Das klingt so geil. Ich liebe so alternative Universengeschichten und ich glaube nämlich, dass mich genau das in dieser Story erwartet. Und das war's jetzt auch mit den Titeln, die im Juli bei mir eingezogen sind. Schreibt mir doch gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr irgendwie so ein Highlight hattet oder ob vielleicht eins der Bücher, die ich euch heute vorgestellt habe, auch bereits bei euch eingezogen ist. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen. Das war's heute dann auch schon wieder von mir. Ich bin Lea von Libreriarium. Ihr findet mich auf Facebook, Twitter und Instagram unter Libreriarium. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr mich auf meinem Blog besucht. Von mir gibt es jeden Mittwoch und jeden Sonntag ein geekiges oder buchiges Video. Und wir sehen uns dann in einem nächsten Video. Tschüss, Bücherwürmer! Jetzt muss ich mich erstmal entkrönen hier. Eines Tages wird sie von Glühwürmchen zu einem Bla... Ey, Bücher hoch und runterheben für das Thumbnail ist auch irgendwie der krasseste Sport, den man machen kann. Und der Titel... Und der Untertitel... Seht ihr? Und das ist das... Hilfe! Erstmal Lippenstift ans Buch geschmiert.